Und wenn's wirklich am schönsten ist, wird auch noch gespielt. Kennen dieses Spiel? Ich hab noch nie. Ja! Kurzes Beispiel. Ich habe noch nie in einem Bett geschlafen. Und dann stehen alle erheben sich, weil wir haben alle schon in einem Bett geschlafen. Und trinken. Aufstehen und trinken. Du stehst auf und trinkst. Los geht's. Also wenn du es gemacht hast, musst du aufstehen. Und eintrinken. Ich habe noch nie mit zwei verschiedenen Personen an einem Tag Sex gehabt. Du hast an einem Tag mit zwei Männern gehabt. Die Allgemeinheit. Alter. Dann hätten wir doch nicht alle Sex. Was? Pass auf, was okay. Hast du mal an einem Tag mit zwei Männern geschlafen? Ja, ja oder nein? Ja. Hartes Limit hinterlegen. Du bist auch aufgestanden. Was soll ich jetzt machen? Echt jetzt? Wann war das? Keine Ahnung, früher. Was wirkt sich denn jetzt? Hey, ich finde das gar nicht so schlimm, wenn man Finger auf. Darf ich jetzt auch nicht. Du bist auch aufgestanden. Ja. Ja, also heul nicht rum. Echt jetzt? Komm, hey, Nico. Nico, komm krank. Ja, du bist auch krank. Krank, richtig krank. Alter, was ist dein Problem? Bist du dumm? Sex gehabt? Ja, anscheinend. Vielleicht ist die nächste Ziehung unverfänglicher. Ich habe noch nie beim Sex gedacht, wie lange dauert das noch? Ich glaube, fast alle Frauen. Das ist meine Frage. Mit dem Ex-Partner? Ja, im Gegenteil. Mit dem Ex-Partner? Hey, Michelle, na, wenn ich schon fertig war zum Beispiel. Was hätte ich böse gemeint? Selbst was großes Sexuelle immer so ein Thema, aber das schießt mir einfach auf krank, ja. Michelle, sprich. Krass. Krank. Weil das echt krass finde. Ich finde es krass, dass du so warst und dann als wir zusammengekommen sind und solche okay, Sachen. Okay, Carina, du bist wieder. Machst, was, ich dies, das so, man, ja. Was genau? Ja, sag mal. Ich rede mit dir. Nee, du redest doch, sag mal. Doch, sag mal. Nein. Wie nein? Sag doch mal. Nein. Wie nein? Ich rede darüber nicht mit dir. Warum redest du nicht mit mir darüber? Nein. Stell zu. Okay. Was? Okay, wenn sie sagt, das Thema ist durch, dann ist durch. Ja. Was soll ich dazu sagen? Nicht nur die Heiterkeit hat die Feier verlassen. Auch andere Anwesende ziehen voneinander getrenntes Verdauen der letzten Sachinformation vor. Oh mein Gott. Alter, Giuliano geht mir auf den Sack. Wieso? Weil der gerade irgendein Drama macht. Weswegen? Weil ich da aufgestanden bin mit den zwei Menschen an einem Tag irgendwas hatten. Und er ist ja auch aufgestanden und ich weiß ja seine Geschichten von früher. Und dann macht er eine Szene. Und wenn der da jetzt noch einen Spruch bringt, dann klatsche ich ihm eine. Und dann packe ich mal seine Geschichten aus. Und so verkackt er sich das selbst, muss ich dir sagen. So verkackt er sich das einfach selbst.